Hallo, hallo und herzlich willkommen heute mit einem neuen Toy Review des Transformers Generation Optimus Prime in seiner 30 Jahre Edition aus 2014 in der Legion Class. Ja, Optimus Prime wird geliefert mit einem kleinen Sidekick, hier in dem Moment quasi Rollbar. Der sich auch gleichzeitig in einen Roboter und in einen Targetmaster verwandelt. Sehr interessant gehalten. Ihr seht hinten die Thruster, auch sehr interessant. Die Waffe lässt sich lösen. Und ja, zum Verwandeln braucht ihr eigentlich gar nichts machen. Einfach nur rumdrehen. Fertig. Ihr könnt auch die Arme lösen. Die Figur ist sehr simpel gehalten. In einem Grau vom Körper her und blau auf der Rückseite. Schwarze Arme und der Kopf ist gehalten in einem dunkelblau. Und das Helle ist ein silberblau quasi im Gesicht. Die Augen sind ebenso silberblau, also nicht irgendwie speziell bemalt. Und die Figur an sich hat kleine Löcher in den Händen, was ich ganz sinnvoll finde. Und könnte jetzt effektiv die Waffe so in die Hand nehmen. Bisschen übertrieben groß, aber die Möglichkeit besteht natürlich. So, dann habt ihr die Möglichkeit, diese Figur in eine Waffe zu verwandeln. Dazu dreht ihr einmal diesen Pin rum. Und klappt ganz einfach dieses ganze Teil einmal nach vorne. Das war es eigentlich auch schon. So, dreht das Ganze rum. Vorne sind die Läufe, die sind hier miteinander verbunden. Hier habt ihr dann den Kanonengriff. Und jetzt könnt ihr natürlich die kleine Waffe noch hier oben verstauen. Und schon habt ihr quasi ein großes Gewehr. Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Mir gefällt es jetzt persönlich auch nicht. Aber das ist Geschmackssache. Was ihr noch machen könnt, ist die Arme nach unten senken. Dann wirkt es wie so eine Art Munitionsclip. So, dann könnt ihr, wie gesagt, hier Optimus Prime in seiner LKW-Form sehen. Finde ich persönlich sehr schick. Erinnert mich sehr stark auch an den Generations Optimus Prime, den es damals in der Voyager-Größe gab. Hat natürlich einige Mankos, diese Figur, allerdings gewichtig die eigentlich so gut wie gar nicht, denn es ist eine Legion-Class-Figur, also nichts Besonderes. Wirkt eher wie ein Commander der Legion-Class, von der Größe her. So, was mir an dieser Figur nicht gefällt, was ich eben gerade schon erwähnen wollte, ist, dass die Füße des Roboters hier hinten drauf hängen und nicht eingeklappt werden können. Mir hat es zum Beispiel gefallen, wenn die Füße nach vorne geklappt werden können und hier versenkbar gewesen wären. Funktioniert leider hier nicht. Ansonsten, die Figur hat silberne, oder wie gesagt, in so einem leicht blau schimmernden, silbernen Look die Scheiben gehalten. Genau in der gleichen Farbe auch vorne der Front. Grill und die Lampen alle, das heißt alles komplett silber. An der Seite keine Details groß, bis auf natürlich hier noch dieser kleine Tank, auch in Silber. Oben drauf gelbe Lampen komplett. Hier oben könnt ihr die Waffe, ich zeig's gerade nochmal, natürlich auch befestigen. Ist jetzt nicht so mein Ding, aber die Möglichkeit besteht. Dann könnt ihr hier hinten noch diesen Windschutz sehen. Finde ich auch ganz gut integriert. Erinnert mich irgendwie an den Orion Prime, den es jetzt vor kurzem quasi von einem Dritthersteller quasi als Release gab. Die Figur an sich ist sehr simpel von der Transformation her. Ihr klappt einmal den Windschutz, einmal hier hoch. So. Dann dreht ihr die Füße einfach runter. Löst die Arme. Die übrigens von der Verwandlung hier an den Generation 1 Prime erinnern, finde ich eigentlich sehr stimmig und auch gut umgesetzt. Dann dreht ihr die Arme nach vorne. Nicht wundern, ihr könnt die Arme nicht völlig nach vorne winkeln. Das heißt, es ist nur so schräg. Das hat aber einen Grund, den zeige ich euch gleich. So, und dann dreht ihr hier vorne den Frontgrill nach unten.
dreht einmal hier unten den Torso komplett nach unten. Ist ein bisschen schwieriger, damit sich hier vorne der Frontgrill quasi auch bildet. Und dreht einmal das komplette Oberteil rum. Anschließend könnt ihr hinten diesen Frontgrill, hier seht ihr so einen kleinen Pack und hier die Öffnung quasi hinten auch verstauen und befestigen. So, anschließend könnt ihr die Arme nach vorne winkeln und anschließend, wenn sie eingerastet sind, den ganzen Brustkorb nach außen schieben. Hat zur Folge, dass sich hier vorne quasi ein Autobot-Symbol quasi zeigt. Und der Kopf natürlich dann auch nach oben gedreht werden kann. So, anschließend könnt ihr natürlich entweder den Brustkorb wieder schließen oder könnt es offen lassen. Also mir gefällt es persönlich, wenn er offen ist. Wirkt dadurch stimmiger von Details her. Ist natürlich dann aber auch blöd, weil ihr könnt ihn nicht festrasten und dadurch schließt er sich natürlich leider immer wieder. Allerdings könnt ihr hier oben diesen Windschutz auch runterklappen, dann ist aber die Bewegung der Figur leicht eingeschränkt. So, jetzt schauen wir uns mal die fertige Figur an. Stellen einmal hier unten hin und bringen die Kamera in der richtigen Position. So, und da sehen wir natürlich auch Optimus in seiner fertigen Roboterversion. Ich finde persönlich eine super geile Figur. Alleine schon vom Robotermodus für eine Legion Commander Figur einfach nur toll. Sie gefällt mir. Es ist eine kleine Hommage natürlich, auch wie bei Cyclonus, an die Target Masters. Die Target Masters in dem Sinne waren ja quasi kleine Gehilfen, kleine Minions, die quasi mit dabei waren und sie im Kampf unterstützt haben. Die da auf Nebulon quasi damals gefunden wurden und natürlich neue Alliierte wurden. So, ihr könnt jetzt diese Figur natürlich auch mit dieser Waffe ausrüsten. Könnt sie ihm in die Hand geben. Er steht beachtlich gut, muss ich ganz ehrlich sagen, dafür, dass er so eine große Waffe hat. Wird aber wahrscheinlich darauf zurückzuführen sein, weil die Beine unten sehr breit sind. Ist allerdings auch wieder ein bisschen anders, wenn ihr die Waffe hier oben dran klippt, dann wirkt die Figur doch schon relativ schwer und dann müsst ihr natürlich schon gucken. Bei mir hält sie jetzt schon sehr gut, ist aber eher Zufall, das letzte Mal ist sie mir ziemlich oft umgefallen. Aber ihr seht selbst, die Figur ist einfach bombastisch, was die Waffe angeht. Und auch vom Detailgrad, die Figur gefällt mir absolut. Ihr habt ja natürlich dann hier vorne, wie schon erwähnt, die Waffe. Vorne die Details vom Lauf sehr schön gehalten. Natürlich auch Optimus Prime sehr schön. Ihr seht auch das Gesicht von Optimus Prime. Optimus Prime an sich, ich zeige ihn nochmal ein bisschen näher. So. Ist sehr schön gehalten vom Gesicht. Sehr lang gezogen, muss man ganz ehrlich sagen, aber an sich mit den leicht angeschrägten Antennen, Ohren, keine Ahnung, hat er natürlich ein sehr aggressives Feeling. Die Augen sieht man jetzt leider hier nicht so gut, sind in Gelb gehalten. Und was ich bei der Figur auch sehr schön finde gegenüber anderen Legion-Class-Figuren, der Kopf lässt sich drehen, was mir auch sehr gefällt. Das Autobot-Symbol ist in einem Rotton auf Silber gehalten, nicht auf weißem Hintergrund, was ich auch sehr schick finde. Und die Arme lassen sich auch sehr leicht bewegen. Also einmal haben wir einen ganz normalen 360-Grad Kugelgelenk in den Schultern, leicht nach hinten anwinkelbar, Kugelgelenke in den Ellenbogen. Dadurch auch relativ leicht zu bewegen. Die Hände lassen sich nicht bewegen. Lassen sich natürlich mit Waffen bestücken. Der Torso hat natürlich ein Drehgelenk. Und dann wie immer nur die handelsüblichen Gelenke, wie es auch sein sollte. Die Füße lassen sich leider nicht bewegen. Die sind steif, ist ein Guss. Was aber dem Ganzen nicht wirklich einen Abbruch tut.
Ihr könnt natürlich auch Optimus Prime jetzt auch noch die kleine schwarze Gewehrwaffe in die Hand geben. Wie es natürlich auch bei der G1-Version ist mit seiner normalen, mit seinem Blaster. Und die Posen, muss ich ganz ehrlich sagen, sind dafür, dass es eine so eine kleine Figur ist, teilweise ziemlich cool umsetzbar. Muss natürlich jetzt erstmal eine coole Pose finden. Mir fällt gerade keine so pauschal ein, die aber auch gut hält. So. Natürlich jetzt gibt es von dieser Figur noch Bumblebee, der auch mit einem kleinen blauen Helikopter geliefert wird, der natürlich auch zu einer Waffe wird. Momentan bei Toys R Us erhältlich. Ich habe schlappe 9 Euro für bezahlt. Finde ich, ist sehr günstig. Wenn ihr sie bekommt, greift zu. Es lohnt sich. Gerade wenn ihr Optimus Prime liebt und natürlich auch die alte Truck, den alten Truck-Mode, den ihr hier oben seht, natürlich auch liebt. Den Semi-Truck quasi nicht so sehr mögt. Ja gut, dann schnappt ihn euch. Auf jeden Fall. Und Roba, wie gesagt, ist natürlich auch ein sehr schöner Charakter, der natürlich mit dabei ist. Gut, er ist jetzt sehr simpel gehalten. Er macht jetzt nicht so viel her. Aber es lohnt sich, wie gesagt, dazu zu schlagen. Auf jeden Fall. Ich muss nur gleich dazu sagen, Roba hat natürlich einen kleinen... kleines Manko, die Räder lösen sich sehr leicht, weil die halt nur leicht reingeklippt sind. Das heißt, sie sind nicht wirklich fest. Da hätte Hasbro hier vielleicht so einen kleinen Clip davor machen können, um das vielleicht besser zum Halten zu bringen. Ansonsten, wie gesagt, eine sehr schöne Figur. Ich werde mir auf jeden Fall Bumblebee auch holen. Es lohnt sich. Wenn ihr sie bekommt, schnappt sie euch, wie ich schon erwähnt hatte. Ich weiß, ich wiederhole mich ab und zu mal, aber ich kann es einfach nur mit Nachdruck sagen. Und ja, so viel dazu. Ich wünsche euch was. Und wenn euch mein Channel gefallen hat, wie gesagt, abonniert ihn. Würde mich natürlich sehr freuen. Und ansonsten Kritik und weitere Kommentare gerne unten ins Kommentarfeld. Ich versuche natürlich sofort darauf zu antworten und mich eurer Kritik oder euren Wünschen anzunehmen. So viel dazu. Bis demnächst. Euer Rexford.